So, guten Morgen zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Aktien-Roundup. Heute mit spannenden Titeln, die man immer mal so am Rande erlebt und wo ich mich rechts oder links immer gefragt habe, was steckt eigentlich so tiefer dahinter. Ich habe die Titel zwar mitverfolgt und insbesondere den Titel, über den wir heute Vormittag sprechen, aber es gibt so gewisse Lieblinge, muss man sagen, der Aktienlandschaft und da kann man sich schon die Frage stellen, ja, was hat es eigentlich damit auf sich und warum sind das eventuell diese Lieblinge? Wir werfen heute also einen Blick genau auf diese Unternehmen und wir starten quasi heute einmal mit Warta. Warta ist ein deutscher Mittelständler, insbesondere eines der großen Unternehmen, die im Bereich der ja, Batterielösungen groß gesagt unterwegs sind. Eines der Unternehmen, die ja sehr, sehr spannende Historie hinter sich haben, kann man so sagen. Also einen großen Aufstieg, großen Fall auch wieder, dann auch wieder ein Aufstieg, wieder ein Fall. Kommen wir gleich nochmal zu Ihnen mit dem Blick auf die Historie. Wie sind wir aber eigentlich auf Warta gestoßen? Und man muss sagen, es gibt halt Seiten und hier haben wir zum Beispiel eine Seite des Aktionärs und ich gehe auch mal direkt rüber auf diese Seite des Aktionärs. Unten steht auch der Link, wenn ihr das auch mal tun wollen würdet. Ich zeige euch das mal auf diese Art und Weise, denn auf dieser Seite sieht man ja, dass die Aktie durchaus beliebt ist, redaktionell gesehen. Also innerhalb der letzten oder dieses Jahres kann man hier sehen, gibt es zig Artikel zu Warta und Warta mal immer wieder als mit negativen, mit positiven Überschriften, ein Auf und Ab kann man so sagen, dass man hier sieht bei der Warta-Gruppe, also von minus 91% vom Hoch zu, es wird wieder plus, geht wieder hoch mit plus 37% Restrukturierung und jetzt zuletzt, wie gesagt, gab es auch wieder erste Lichtblicke, 23.11. in dem Falle. Ein Bericht hier vom Michael Schröder, also so der Hauptanalyst, Hauptredakteur, kann man so sagen, beim Aktionär im Bereich zumindest Warta, was man so sehen kann. Nebenwertelisten pflegt er auch und er spricht jetzt hier von den ersten Lichtblicken, aber und im Kern muss man sagen, geht es so darum, wie sich jetzt so ein bisschen die Warta-Gruppe nach ihrem Abstieg verhalten hat, ob es wieder einen Aufstieg gibt und. Es sind relativ kurze Titel mit kurzen Thesen. Und wir dachten einfach mal, wir schauen mal so hinter die Kulissen und auch mit der großen Frage, ja, warum ist denn Warta hier irgendwie so präsent und so spannend? Und der Aktionär ist natürlich nur ein Beispiel. Es gibt viele, viele Plattformen. Denn man muss sagen, ja, Warta ist jetzt nicht einer der größten Unternehmen. Also man sieht es hier oben, wir haben einen Börsenwert von 862 Millionen Euro mittlerweile. Wie wir dorthin gekommen sind, das sieht man auf andere Art und Weise. Und auch diese andere Art und Weise wollen wir uns nochmal anschauen. Denn wir werfen mal einen Blick auf den Chart von Warta und ihr wisst ja, gerne mache ich das immer über unseren großen Chart, wo wir uns hier gerne mal Unternehmen generell angucken. Ich habe Warta hier schon mal für euch quasi herausgeholt, also wir werfen mal einen Blick auf Warta. Ja, und was wir gut sehen können an der Stelle, muss man sagen, ist, dass, ich mache mal die wieder zu, dass wir ja, ganz klassisch einen großen Abstieg haben des Unternehmens oder einen großen Verfall haben, kann man sagen, des Unternehmens. Also, wenn man mal, es wird noch besser, wenn man mal auf den Wochenchart blickt. Da sieht man nämlich, es gab ja hier mal einen Start, so richtig los, muss man sagen, ging es aber erst mit Warta nach dem letzten Börsengang 2016. Da sieht man auch, wo hier so ein bisschen wieder das Ganze so richtig Fahrt aufnimmt. Also hier 16, 17, 16 war der erste geplante Börsengang, 17 ging es dann auch wirklich los. Und man sieht, erst ist nicht viel passiert, dann gab es einen kometenhaften Anstieg, danach ging es rasant wieder bergab. Liegt hauptsächlich an einer Komponente, die wir uns gleich ansehen. Was wir aber halt sehen können, dass die Aktie tatsächlich weit, weit entfernt ist von ihren letzten Hochs und das trotz auch des letzten, ja, ich sage jetzt mal positiven Runs der Aktienmärkte. Also wenn wir auf den DAX blicken, auf viele größere Konzerne blicken, dann sehen wir natürlich auch, ja, mit den letzten Welle, die jetzt im November angestiegen sind, sind sie viele, viele Konzerne wieder angestiegen. Viele große Unternehmen, die auch gute Zahlen geliefert haben, wieder angestiegen. Ja, bei Warta muss man sagen, ist das nicht ganz so der Fall. Wir hatten zwar noch mal tiefere Tiefs hier bei 13 gesehen und wenn wir uns diesen kleinen Chart anblicken, dann sehen wir, sind wir eher in so einer Seitwärtsphase. Aber ja, das Ganze ist doch schon von einem großen Verfall geprägt.
Was dazu geführt hat, das schauen wir uns gleich einmal an. Vorher, wie gesagt, mal einen kurzen Blick auf die Geschichte von Varta, um einfach auch zu verstehen, wo kommt das Unternehmen überhaupt her? Denn es ist tatsächlich ein älteres Unternehmen und ein Unternehmen, was einen relativ starken Wandel auch durchgemacht hat. Ich habe es ja gerade eben schon mal angesprochen, von so einem Aufstieg zu einem Verfall. Das ist eigentlich so die größere Geschichte im Kern. Angefangen hat eigentlich hier alles, das sieht man hier 1887, mit dem Gründer und dem ersten Vertreter, kann man so sagen, der Varta Group. Er war ein Kaufmann und war eigentlich so, ja, führend auch im Bereich der Akkumulatorentechnik unterwegs, alles, was rund um Batterieversorgung wichtig war. Bleiakkumulatoren waren damals das große, große Thema. Mittlerweile ist man ja eher bei Lithium-Ionen-Batterien angelangt. Was wir aber sehen, dass dieses Ganze in einem Momentum stattgefunden hat, so kann ich sagen, der Schwung der Industrialisierung da noch mitgezogen hat. Das heißt, Energie, Elektrizität war natürlich sehr, sehr wichtig, dementsprechend auch Akkumulatoren. Er war aber damals nicht der Einzige, der quasi hier dieses Geschäft vorangetrieben hat, sondern da waren auch weitere große Konzerne, auch deutsche große Konzerne mit dabei. Das war ja insbesondere so eine Pionierzeit ja auch der deutschen Elektrotechnik. Elektrokonzerne wie zum Beispiel Siemens, wie AEG waren da mit im Spiel und man muss sagen, die waren damals schon etwas größere Unternehmen. Wenn man sich die Historie von Siemens anguckt, die waren damals schon 40, 50 Jahre alt. Und dementsprechend hat man sich dazu entschlossen, dass man eigentlich mit den großen Unternehmen kooperiert, relativ früh, um auch wirklich auf dem Markt Fuß zu fassen. Und das ist dann auch passiert. Es gab dann diese AFA, und ich gehe mal kurz einen weiter, bevor wir gleich wieder zurückkommen. Das war quasi so die erste Variation von Varta. Damals hieß sie Akkumulatorenfabrik Aktiengesellschaft, AFA, also ganz simpel abgekürzt. Und tatsächlich war das auch so der Start, durch den dann weitere Übernahmen geglückt sind und man wirklich sich zu einem Marktführer auf diesem Batteriemarkt entwickelt hat. Es gab weiteren Fortschritt, weiteren technologischen Fortschritt. Batterien wurden immer wichtiger, das heißt, es war auch immer wichtiger, ja, in Massen zu produzieren. Das hat man insbesondere auch in Deutschland getan. Hier sieht man es auch, man hat natürlich auch bei großen Projekten, auch wenn sie ein bisschen später dann aufkamen, mitgewirkt. Also erst kam zwar Blockbatterien, es kamen dann neue Versionen von Batterien, es gab neue Kooperationen, neue Übernahmen, aber im Kern war dann so 1969 eine Pioniersache, dass man halt mit Varta-Batterien damals quasi ja, Filmaufnahmen auf dem Mond gedreht hat, auch andere Technik quasi versorgt hat mit Batterien. Und da muss man sagen, war Varta eigentlich immer nur so diese Vertriebsgesellschaft. Also ursprünglich war es wirklich hier AFA. Dann war es halt diese Varta Vertriebsgesellschaft, weil zwischendurch gab es natürlich wieder Krieg, Wandel. Auch die Kriegswirtschaft wurde versorgt mit Batterien. Dann wurde es aber immer mehr, dass halt dieses Varta-Label auch etabliert wird. Batterien wurden immer kleiner, man sieht das hier. Knopfzellen wurden immer wichtiger. Und dann gab es aber so einen leichten Bruch, muss man eigentlich so sagen. Denn 1993, also schon vor quasi dieser Zeit hier, gab es das erste Jahr, in dem Varta quasi keinen Gewinn gemacht hat. Und das war auch so eine deutliche Zeit des Umbruchs, wie wir sie generell bei vielen deutschen Konzernen ja auch gesehen haben. Wir hatten nämlich Kostendruck, wir hatten ja, einen globalisierenden Weltmarkt, der auch mit günstigeren Preisen angefangen hat, ja, den Markt zu schwemmen. Vielleicht heute noch deutlicher als damals, aber man muss sagen, dass es 1993 kein Gewinn war, war so ein Beginn des Umbruchs. Denn eigentlich hat sich der Konzern über die nächsten Jahre darauf sehr, sehr stark gewandelt und sich so gewandelt, dass er am Ende fast kein operatives Geschäft mehr hatte. Das heißt, eigentlich hat man sich in Beteiligungen aufgespaltet, man hat sich darum gekümmert, das vorher erwirtschaftete Vermögen zu verwalten unter dieser Varta-Gruppe und er hat so eigentlich versucht, das Ganze über die Tochtergesellschaft ein bisschen weiter zu führen. Das sieht man hier ganz gut. Also Bereiche wurden abgetrennt, das Ganze wurde ja neu verschlankt, muss man sagen. Und so der große Umbruch kam dann im Jahr 2007, als dann die Montana Tech Components, auch da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, die gesamte Varta übernommen hat. Und auch jetzt ist diese Montana Tech Components AG, also dieser Schweizer Holding Company,
immer noch Mehrheitsaktionär von Varta und führt eigentlich so die Geschäfte des Unternehmens weiter. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, denn dieses Unternehmen hat am Ende wieder versucht, mehrere Bereiche, die man auch in dieser Holding damals schon hatte, unter Varta zusammenzuführen, um wieder quasi auf die Expertise des Unternehmens an oder an der Expertise anzuknüpfen. Denn man muss sagen, es gibt gar nicht so viele einzelne oder kleinere Konzerne, die sich wirklich um diesen Kernbereich beschäftigen. Es gibt sehr viele spezialisierte Firmen, es gibt aber auch viele, viele Unterkategorien von großen Konzernen, in denen halt sich sehr, sehr stark mit dieser Batterietechnik auseinandergesetzt wird, aber man braucht es natürlich in sehr, sehr vielen Bereichen. Das sieht man hier an der weiteren Seite ganz gut. Joint Ventures mit Volkswagen gab es. Es gab, ja, es gibt diesen Hörgeräte, Bereich. Wir gucken uns gleich später die Bereiche an. Aber was wichtig ist, ist halt 2017 gab es dann wirklich diesen Börsengang und dann diesen Umschwung zu den Lithium-Ionen-Batterien, also dieses immer kleiner, immer leistungsstärkere Prinzip, muss man ja sagen, wenn man hier überlegt, kam von diesen klassischen Bleiakkumulatoren. Wir wollen jetzt nicht allzu technisch werden, aber Effizienzsteigerungen sind natürlich vorhanden und man muss sagen, ja, das war auch so der Wiederaufschwung von Varta. Wir haben es gerade eben auch in dem Aktienkurs gesehen, da hat man jetzt angefangen, okay, man wird wieder großer Zulieferer von auch großen neuen Produkten, wichtigen Produkten. Kernmarke war da tatsächlich auch sehr bedeutsam für ja, den Aufstieg in der letzten Zeit von Varta vor dem letzten Verfall war nämlich, dass man mit diesen sehr, sehr kleinen Knopfbatterien auch große Konzerne beliefert hat, in dem Falle Apple. Jeder von euch kennt ja diese Apple EarPods, also diese drahtlosen Apple-Kopfhörer. Und dort hat Varta Batterien geliefert. Und man kann sich vorstellen, was Apple für eine globale Reichweite hat, wenn man dort ein bedeutender Zulieferer halt ist. Dann spiegelt sich das natürlich auch in vielen Bereichen wider. Und das hat dazu geführt, dass Varta auch diesen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Aber auch ja, dann den Fall, denn ja, Apple hat sich getrennt von Varta und dementsprechend gab es dann diesen Abgang. Viel, viel geredet. Wir gucken mal so ein bisschen auf Bilder und Geschichte, muss man sagen. So ging das Ganze quasi damals los. Batterien waren natürlich früher viel, viel größer, trotzdem weniger leistungsfähig. Man hat sie trotzdem in vielen Bereichen genutzt. Hier sind mal so ein paar Beispiele, wo das Ganze auch eingesetzt wurde. Wie das Ganze gegebenenfalls auch aussah, natürlich auch schon in Bereichen, bevor Fotografie so prominent wurde. Also auch jetzt sind natürlich Batterien in verschiedenen Größen vorhanden, aber damals natürlich generell auf einem größeren Maßstab. Trotzdem muss man sagen, dass insbesondere diese Standardbatterien, also die Haushaltsbatterien, immer noch so eines der Kernprodukte von Varta sind. Denn dort ist man unterwegs, indem man sagt, hier sind wir Marktführer, insbesondere in Deutschland, aber auch in Europa in vielen, vielen Bereichen. Und das ist halt ein relativ sicherer Geschäftszweig. Allerdings ist es natürlich auch kein extrem großer Geschäftszweig, weil man auch sagen muss, Haushaltsbatterien sind noch vorhanden, werden aber immer weniger prominent. Also wir alle nutzen eher klassische wieder aufladbare Varianten. Auch die sind natürlich irgendwie mit Batterien bestückt, aber es sind nicht mehr diese ganz klassischen Haushaltsbatterien, sondern sind viel integrierter in Produkte. Ich habe es gerade eben mit Apple angesprochen. Das ist natürlich wichtiger, auch diese Kooperation dann zu schließen. Also grundsätzlich gibt es aktuell vier Bereiche bei Varta. Es gibt diese Consumer Batteries, das, was ich gerade eben angesprochen habe, also Batterien für Privatkunden, kann man so sagen. Hier wächst die Nachfrage aber weiter. Trotz eigentlich einem aktuell ja eher schwierigen Marktumfeld. Man konnte also den Umsatz weiter steigern. Das gehört dazu: Batterien, Akkus, Powerbanks, all das, was als Konsument gerne genutzt wird, wo auch wir auch wissen, da steckt eine Batterie drin. 366 Millionen Euro ist da der Umsatzanteil. Dann gibt es diese Mikrobatterien, also die kleineren, die Knopfbatterien, die in vielen kleineren Objekten quasi stecken. In normaleren Haushaltsgeräten kann man so sagen, die sind meistens etwas leistungsstärker als so diese klassischen Batterien, wie wir sie kennen, sind auch ein bisschen teurer. Allerdings ist hier auch der Umsatz zurückgegangen, hängt so ein bisschen auch am gesamtwirtschaftlichen Klima natürlich, weil einfach weniger verkauft wird, ist auch die Nachfrage nach diesen Batterien geringer. Der Umsatz ist hier aber deutlich zurückgegangen, 16% auf 164 Millionen Euro. Dann gibt es diese Mini-Batterien, diese Knopfbatterien, kann man so sagen. Die sind insbesondere bei diesen Kopfhörern, wie gesagt, ja, sehr, sehr prominent bei, aber auch
sehr, sehr kleinen Geräten, wo man halt trotzdem leistungsstarke Batterien benötigt. Ich habe es gerade eben mit Apple angesprochen, war ein sehr starker Umsatztreiber in der Vergangenheit, jetzt auch sehr stark dafür verantwortlich, dass dieser Umsatz wieder deutlich zurückgeht. Er ist hier eingebrochen um 47% auf 137 Millionen und damit war es vorher einer der wichtigsten Umsatzanteile und jetzt ist es halt ja, deutlich rückläufig und auch einer der großen Gründe, warum Bata nicht mehr profitabel ist. Und zuletzt haben wir etwas größere, diese Energy Storage Varianten. Auch das wird natürlich immer wieder wichtiger. Da geht es darum, Energien in größeren Maßstäben zu speichern. Wind- und Solarenergie sind da natürlich ein Thema. Da muss man aber sagen, dass halt viele der großen Hersteller da auch eigene Lösungen anbieten, um diese Komplettsysteme zu verkaufen. Und Warta, er hat da nur einen relativ kleinen Anteil, aktuell von 91 Millionen, aber hat da ein sehr, sehr starkes Wachstum gehabt von über 100% in der letzten Zeit. Das sind so die Produkte, muss man sagen. Wie gesagt, wo kann man das Ganze verwenden? Ja, wir haben es angesprochen: Kopfhörer, Hörgeräte, IT, Kommunikation, Industrie, Robotik. Wir haben trotzdem noch sehr, sehr viele Bereiche, auch wenn man sagt, diese normalen klassischen Batterien nutzt man nicht mehr viel, sondern sie sind halt viel integrierter und damit ist es trotzdem eigentlich noch ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Nochmal ganz kurz zur Aktionärsstruktur, um das so ein bisschen zu verstehen, wie ist das Ganze eigentlich aufgesetzt? Wie gesagt, über 50% halten immer noch diese Montana Tech Components. Holding kann man so sagen, also dort, das ist auch das Unternehmen, was Warta am Ende wieder an die Börse gebracht hat. Dort ist man sehr, sehr, sehr prominent. Dann gibt es quasi hier den restlichen Anteil und die Privatanleger und privaten Fonds sind quasi so ein bisschen der zweitgrößte Anteil. Dann gibt es noch weitere institutionelle Anleger. Es gibt dann ja, Brokerage und Trading, was auch noch eigentlich institutionell ist, muss man sagen. Und damit sieht man aber, dass halt der Börsenanteil, der frei verfügbar ist, gar nicht mal so groß ist. Jetzt auch nicht super klein, aber halt eine gewisse große Macht von Institutionen hängt schon dahinter. Werfen wir mal einen Blick auf die harten Zahlen im letzten Snapshot. Und da muss man sagen, das letzte Quartal, ich habe es gerade eben schon angesprochen, war wieder deutlich besser. Allerdings nur besser im Vergleich, weil man halt mal keinen weiteren Abrausch oder kein weiteres Abrauschen gesehen hat, sondern man sieht halt wieder, dass man ja versucht, so ein weiteres Bild zu skizzieren. Und was ist eigentlich so in den Umsatzzahlen zu sehen? Also wir haben aktuell einen Umsatz, wie gesagt, von 215 Millionen Euro im letzten Quartal, aber einen Gewinn halt von minus 5,4 Millionen Euro, also einen negativen Gewinn. Zuletzt hatte man im Juli so ein bisschen die Jahresprognosen auch deutlich zurückgenommen. Das war insbesondere auch der Grund für diese ersten diesen ersten Abstiege, die wir hier gesehen haben. Also wir sehen ja, es ging ja sehr, sehr stufenweise runter. Schlechte Quartalszahlen quasi auch hier im März. Dann ging es hier im Mai nochmal runter. Im Juli wurde diese ja, Prognose nochmal nach unten gezogen. Jetzt hat man gesagt, aber man bestätigt sie. Das heißt, kein wirklicher Gewinn am Ende des Jahres, aber operativ möchte man quasi zumindest wieder in den etwas grüneren Bereich gehen. Und wir sehen das gleich nochmal in den Segmenten, ob das jetzt wahr wird oder nicht. Wir sehen aber, dass halt und insgesamt das Unternehmen keine Dividende zahlt, wir eine relativ kleine Marktkapitalisierung haben, 8% dieses Jahr gefallen sind, trotz ja, quasi so ein bisschen der Börsenerholung, insbesondere halt auch der letzten Monate, muss man sagen. Wir sehen, wir hatten einen ziemlichen Höhenflug in der Mitte von den Jahren 2017 hoch bis zum Jahr 2021 und ja, danach ging es wieder deutlich, deutlich zurück. Es gab zwischendurch mal eine Dividende, also man hat die Aktionäre auch beteiligt. Die gleichen natürlich aber kaum diesen Kursverfall hier wieder ab. Was wir halt sehen ist, es hat sich zumindest ein bisschen was verbessert. Das Umsatzwachstum ist ein bisschen besser geworden. Die Margen haben sich wieder leicht verbessert. Im Kern muss man aber ganz klar halt sagen, dass wir weiter zu kämpfen haben, damit dass halt große Großkunden weggefallen sind und sich zusätzlich die Materialpreise erhöht haben. Das heißt, wir haben nicht nur Umsatzrückgänge, sondern halt auch operativ einen Rückgang gehabt. Und ja, das bei einer etwas geringeren Wirtschaftsnachfrage. Das Einzige, was halt gerade den Laden so ein bisschen noch aufrecht erhält, muss man ja sagen, ist oder zumindest ins positive Wachstumslicht stützt, ist so ein bisschen diese Richtung, dass wir halt diesen Solarteil haben oder diesen Energiespeicherteil, der jetzt aber noch relativ klein ist und das Konsumentengeschäft, was sich weiter relativ positiv entwickelt. Das ist so ein bisschen das, ja, was man aus den Quartalszahlen eigentlich
sehen kann. Die Bruttomarge hat sich, wie gesagt, so ein bisschen verbessert, liegt also nur noch leicht unter diesen Hochs, die wir zuvor gesehen haben. Wir haben zumindest mal wieder operativ einen Gewinn erzielt, das heißt nicht einen Endgewinn, weil wir noch relativ hohe Zinskosten im Unternehmen gesehen haben, aber wir haben immerhin mal wieder operativ eine Gewinnschwelle erreicht. Das heißt, theoretisch lässt sich mit dem Geschäft jetzt wieder Geld verdienen. Wenn man halt die Zinskosten zum Beispiel rausnehmen könnte, also die Finanzierungskosten rausnehmen würde, die natürlich gerade auch gestiegen sind. Man möchte jetzt zum Jahresende quasi die 820 Millionen als Gesamtjahresumsatz erreichen. Das ist das, was im Juli so ein bisschen angekündigt wurde und jetzt zuletzt bestätigt wurde. Da muss man halt ganz klar sagen, das ist jetzt leicht über dem Vorjahresumsatz, aber ja, auch nicht berauschend viel besser. Also der lag so ungefähr bei 807 Euro und dementsprechend, ja, stagniert man eher bei etwas erhöhten Kosten. Das Einzige, was gerade so ein bisschen positiv zu sehen ist, das habe ich angekündigt, wir sind halt zumindest in den letzten Quartalen wieder etwas besser geworden. Also wir sehen es hier, das war der Abstieg quasi, den wir schon im letzten Jahr gesehen haben. Es ging hier im letzten Quartal also wieder schon bergab oder im dritten Quartal wieder bergab. Hier sehen wir das EBITDA, also den Gewinn vor Zinsen und Abschreibungen, also so eine, ja, eine buchhalterische Kennzahl, die so ein bisschen versucht, das operative Geschäft abzubilden. Hier sieht man halt, wie gesagt, die Zinskosten zum Beispiel nicht. Was wir aber halt sehen, ist, dass auch in diesem Maßstab ja das letzte Quartal hier wieder etwas besser war und damit jetzt auch wieder so ein bisschen natürlich die Hoffnung aufkommt, ja, dass wir in etwas positiveres Licht laufen. Der Umsatz ist, wie gesagt, hier zumindest in den letzten Monaten leicht zurückgekommen. Das letzte Quartal soll jetzt aber ein bisschen die Wende bringen. Es ist durchaus realistisch, aber muss natürlich trotzdem gezeigt werden. Ich habe es gerade eben angesprochen, wir reden jetzt von diesen 820 Millionen, die im Raum stehen. Wir haben hier, wie gesagt, nochmal ein adjustiertes EBITDA. Also ein EBITDA ist ja an sich schon eine adjustierte Kennzahl, weil man halt Abschreibungen und Zinsen rausnimmt und das wird dann nochmal adjustiert um gewisse Komponenten. Was wir aber sehen, hier wollen wir immerhin so ein bisschen zeigen, dass das Unternehmen versucht, operativ wieder auf einen positiven Zweig zu kommen. Und ja, das ist so ein bisschen aktuell die Geschichte zu Warta, muss man im Kern sagen. Was kann man im Pro und Contra so ein bisschen jetzt hier mitnehmen? Ja, wir können eigentlich ganz klar sagen, wir haben theoretisch ein spannendes Produktportfolio, was in vielerlei Hinsicht genutzt wird, wo wir aber sehr abhängig natürlich sind halt von großen Weltkonzernen. Der aktuelle Inhaber möchte sich langfristig am Unternehmen beteiligen. Also wir haben da jetzt nicht jemanden, der gerade das Unternehmen poliert, dann wieder verkauft, sonst wäre das wahrscheinlich schon passiert im Jahr 2021. Dass also man langfristig das Geschäft wieder aufbauen möchte, an die Tradition anknüpfen möchte, ist so, so ein bisschen die Vision. Und da muss man auch sagen, grundsätzlich hat man natürlich diese Expertise, aber man muss jetzt auch wieder ja, das Ganze am Markt zeigen. Wie gesagt, großer Kontrapunkt ist diese Abhängigkeit von den wenigen großen Konzernen. Jetzt wurde angekündigt, ein Großkonzern soll wieder zurückkehren. Man spekuliert so ein bisschen, es könnte Apple sein. Man hat das aber nicht bestätigt bekommen von ja, der Konzernführung und dementsprechend, ja, ist es so ein bisschen das weitere Abwarten. Es ist natürlich immer gut, wenn Großkunden zurückkehren, insbesondere wenn man halt in dem Geschäft so abhängig davon ist. Ich muss sagen, Deutschland ist halt immer noch teuer und Energiekosten sind teuer, Materialkosten sind hier teuer. Die meiste Konkurrenz sitzt eher irgendwo in Asien, wo man natürlich anders produzieren kann, in anderen Maßstäben produzieren kann. Das ist definitiv ein Nachteil, den Warta hier hat. Und ja, man muss jetzt einfach gucken, dass man wieder auf einen etwas positiveren Zweig kommt. Das so in Summe zu Warta, muss man halt sagen. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz mit euch einmal auf den Chart blicke, dann sieht man halt, ja, da muss ich schon einiges tun, um wieder halt diesem Trend, den ich hier mal angezeichnet habe, zu entfliehen. Also wir stagnieren hier gerade unten. Wir haben natürlich gerade ein etwas eher positiveres Marktumfeld generell, was die Aktienlandschaft betrifft. Noch konnte man nicht profitieren. Ich sehe das Ganze persönlich etwas kritisch. Zumindest ist es ein sehr kleiner Konzern. Wir haben unter 1 Milliarde Marktkapitalisierung. Er fliegt sehr unter dem Radar. Es ist halt ein Mittelständler, der halt hier jetzt auch nicht die riesen Skalierungseffekte hat. Aktuell noch. Man ist zwar in diesem Haushaltssegment Marktführer, da gibt es halt aber keine riesen Margen. Also man braucht irgendwie andere Geschäftsbereiche. Genau.
Ich stelle trotzdem für euch die Frage, es ist ja euer Depot, nehmen wir das Ganze mit auf in unser Aktien-Roundup-Depot. Das dürft natürlich ihr entscheiden, muss man ja ganz klar so sagen. Und ich starte dementsprechend auch die Umfrage für euer Depot. Das jetzt mal so ein bisschen zu Warta. Wie gesagt, wir werden in der nächsten Zeit nochmal so rechts und links uns einige andere Unternehmen angucken, die sehr, sehr prominent in vielen Magazinen sind, wo man sich ja halt so ein bisschen die Frage stellt, wo kommt das eigentlich her? Ist das jetzt so sehr stark, hat man sich in die Unternehmen verliebt oder wo kommt das eigentlich her? Wie gesagt, Warta an sich relativ unbedeutend, muss man auch sagen, unter einer Milliarde, trotzdem irgendwie so ein Börsenliebling gewesen, vielleicht auch wegen der damaligen Apple-Kooperation. Ich lasse das mal so stehen, wir werfen nochmal einen Blick auf die letzten auf die letzten Entwicklungen im Market Hunter Mitgliederdepot, also eurem gewählten Depot. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, wir haben jetzt hier eine zweite Seite aufgemacht, weil die Titel nicht mehr reichen. Wir sind auch fast fertig mit diesen 100.000, die wir hier investiert haben. Zuletzt war es ja ganz oben, seht ihr die Deutsche Telekom, die wir vor 2 Wochen besprochen haben. Da war es, das war unser letzter Zukauf. Hier mit 4,6% haben wir aktuell dort den Plus. Natürlich, wie gesagt, auch sehr, sehr positive Entwicklungen in den letzten Wochen, insbesondere in Deutschland gehabt. Ja, wir sehen es. Weiterhin die großen Problemkinder, insbesondere auch natürlich weiterhin China, wo viele, viele Konzerne auch unter Druck sind, auch größere Konzerne unter Druck sind. Das sind so die ganz klaren Verlierer. Ich erwähne es immer wieder gerne. Hier sind natürlich keine Dividenden mit abgebildet. Sobald wir dieses Depot aber fertig haben, was jetzt bald passieren würde, werden wir aber das Ganze mal im Gesamtkontext hier einfach betrachten, wie ihr die Titel gewählt habt und natürlich auch die, die wir hier präsentiert haben. Das ist so aktuell der Standpunkt. Wir sind hier in Summe, sieht man ungefähr 4% jetzt im Gesamtdepot ohne Dividenden im Plus und haben fast unsere 100.000 investiert. Das sehen wir hier unten. Das heißt, noch 6.925 haben wir ungefähr übrig, also knapp 2 Titel, die wir eventuell noch dazu nehmen. Es sieht gerade nicht so aus, als wäre Warta zumindest der nächste Titel. Da seid ihr sehr, sehr skeptisch. Könnt gerne noch weiter abstimmen. Ich gehe aber noch mal kurz auf die letzten Fragen ein. Jutta, zu der Frage der letzten News im Aktien-Club-Bereich. Und zwar ist es da so, wir haben das gesehen, dass das Feld aktuell nicht ausklappbar ist oder man das nicht einsehen kann. Wir sind da gerade dran, das quasi einmal darzustellen. Wir können aber gerne auch nochmal an der einen Stelle darüber reden. Es ist am Ende nur die Zusammenfassung der letzten Käufe, die wir auch in der letzten Investmentwerkstatt besprochen haben. Wir werden das aber so noch hinstellen und aufschlüsseln, dass ihr das natürlich auch vernünftig lesen könnt an der Stelle. Genau, was steht diese Woche ansonsten noch an? Wir, wie gesagt, gucken uns heute Warta nochmal etwas genauer an. Wir werden natürlich neben diesem Blick, den wir jetzt gemacht haben, das Ganze auch mal in dem Bewertungsschema abbilden. Also alle, die nochmal sich fragen, wie geht es jetzt nochmal mit dem Bewertungsschema, wie machen wir das? Heute Nachmittag geht es nochmal rum. Wir gucken uns auch nochmal ein, zwei andere prominente Titel an, die sehr, sehr beliebt aktuell sind, die teilweise aber trotzdem noch nicht so richtig aus dem Knick gekommen sind. Vielleicht bieten sich ja da weitere Potenziale. Das machen wir heute Nachmittag. Nächste Woche natürlich wieder Market Roundup. Am Dienstag geht es weiter. Wir machen nachmittags Aktienbasiskurs Teil 4. Orderprozesse und Wertpapiere haben wir quasi dann abgeschlossen und wir werden uns dann weiter diesen etwas fundamentaleren Kennzahlen widmen. Und wir werden natürlich nächste Woche wieder unsere Investmentwerkstatt haben, wo wir dann sehr, sehr stark auf die ersten Titel genauer blicken. Wir haben ja so eine erste Einführung in der letzten Woche gemacht und dann wird es richtig losgehen, quasi nächste Woche in der Investmentwerkstatt mit den Analysen. An der Stelle verabschiede ich mich. Es sieht aktuell schlecht aus für Warta, muss ich so hinstellen, aber ich lasse es nochmal noch offen und dann hören wir uns heute Nachmittag. Für alle Mitglieder, bis dahin, tschüss.